Sold. Das ist meine Familie. Mein Vater schwört auf die Normalität, auf den Verhaltenskodex seines gesellschaftlichen Milieus. Praktischer Direktor, Angestellter, Anstand. Mein Bruder Janusz, Faschismus, künstliche Männlichkeit. Angst, Terror, Schwäche, Realismus. Mein Bruder Jerzy, Flucht, Feminität, Form, Leichtigkeit, Personalismus. Meine Schwester Rena, Mathematik. Tugend, Strenge, Glauben, Zuverlässigkeit, Männlichkeit. Und meine Mutter, Flucht vor dem Leben, Hang zum Fantasieren, erträgt sich selber nicht. Ekel. Ich werde krank, ich will. Was kriegst du? Du hast so es
Klassen. Mit seinem Klassenkameraden. Mit seinem Klassenkameraden. Da, da entgeht mir etwas. Etwas ich verstehst nicht. Tränerlein. Warum? Die Infektion sollte er logischerweise nicht in Begleitung von Josef von der Schule kommen. Wenn sie doch beide in die gleiche Schule gehen und ins selbe Haus holen. Ja, was ist denn so? Alles ist erlebt.
du Wegen, du Manges, Anreise. Und vorwärts war.
du, dass es Gott gar nicht gibt? Kein Gott. Bist du imstande, dir den Glauben an etwas, das nicht existiert, aufzuzwingen? Aha, ich bin dazu imstande. Platz. Ha, ha, ha.
Was Sie zu Ihrer Verteidigung vorziehen.
entzogen. Herr Staatsanwalt, Sie sind dran. Aufgrund Artikel B, Paragraf 7 Strafgesetzbuch betreffend Nichterfüllung der Militärdienstpflicht und barfüßiger Aufrührerveranlagung verurteile ich Sie gemäß behördlicher Verfügung wegen Beleidigung des regierenden Kaisers zu 5 Jahren Zwangsarbeit. Und in ich hab Furcht und Ruhestimme, ihr könnt
seit langem habe ich bemerkt, dass die Welt genauso ist, wie die Welt genauso ist, wie ich. Früher war ich verfröhlich von allem, noch dem ich irgendwie fröhlich war. Doch seit geraumer Zeit schon ist in mir irgendetwas zerbrochen und da hinten fällt auch falsch, unangenehm, sogar Familie. Ich bin verantwortlich für die Welt, für die Welt. Ich bin der Herr der Welt. Ach, mach doch nicht lustig über mich. Ach, mach doch nicht lustig über mich. Ich weiß, ich bin eine Rotznase von 17 Jahren. Rotznase. Und doch bin ich auf entschiedenere Weise als ihr von 17 Jahren. Und doch bin ich. Und doch bin ich. Und doch bin ich. Bin ich auf entschiedene Weise als ihr. Ich bin und auf meinen Schultern ruht alles. Ich treue alles. Aber wie kann es sein, dass ich so unreif bin und zugleich so reif? Unreif bin, zugleich so reif. Mein Gott, mein Gott, mein barfüßiger Gott, mein Gott, barfuß, rette mich aus dieser Verwirrung, aus dieser Verwirrung, rette mich. Und noch etwas will ich euch sagen. Seit langem ist zwischen mir und der Welt etwas zerbrochen. Die Welt ist mir entglitten. Sie lebt mich nicht und ich lebe sie nicht. Eine dumpfe Feindseligkeit ist zwischen uns entstanden und deswegen spielt eine unheilvolle Welle von Ereignissen und alles in Wendung. Alles wird schlecht enden, zum Schlechten und nicht zum Guten. Muss es sich wenden? Bös sind eure Gesichter. Bös sind eure Gesichter. Bös sind eure Gesichter. Ach, was wird geschehen? Etwas setzt sich jetzt zusammen. Etwas Entsetzliches beraubt sich zusammen. Etwas Entsetzliches beraubt sich zusammen. Etwas Entsetzliches beraubt sich zusammen. Wovon ich nichts weiß. Wovon ich nichts weiß. Wo? Was? Meine Herren! Diese Ermordung von Erzherzog Ferdinand in Sarajevo. Warum habe ich ihn ermordet? 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 Verurteilt mich.
der Zar aller Reußen. Du bist! Ja. Du bist! Oh. Aber unser Sohn Alexei, er hat diese unheilbare Krankheit. Ach, vor der kann ich niemand retten. Seid in die Gnade Gottes! Oder vielleicht dieser Mönch Rasputin. Alte Fette! Wirf dich mir zu Füßen und ich tue dir deinen Sohn retten. Wenn nicht, dann schalte ich weg. Die Zarina ist an der Fjodorowna. Minister und Generäle. Ermordet. Ermordet, ermordet, ermordet! Jawohl, Leutnant, Ihr Majestät, ermordet! Und Ihr Kasse? Viviani! Die Reaktion der österreichisch-ungarischen Regierung stützt sich auf den Freibord. Wie reagiert Frankreich? Man muss sofort die Polizeialarmbereitschaft versetzen. Ist alles ruhig? Alles ist ruhig, Majestät. Kommt ihr, meine Herren, gehen Sie ein wenig schlafen, ich werde auch ein bisschen schlafen. Wenn irgendetwas Wichtiges geschehen sollte, dann weg mich. Dann möchte ich ganze Nacht von Ihnen träumen. Yeah.
welche Nacht, welche Nacht. Welche Nacht. Ich bin in der Tat der geheime Abgesandte, der offiziöse Berater. Verzeihung! Ich wünsche eine Begegnung mit dem deutschen Kaiser. Ja. Die Angelegenheit ist wichtig. Die Angelegenheit ist von Wichtigkeit. Ich eröffne die Sitzung des Kronrats. Ach Gott, noch nie gab es eine Sitzung, die so erdrückend war für das Gewicht der Entscheidungen, mit denen Sie schwanger gehen. Meine Herren, von unserer Entscheidung für Krieg oder Frieden abhängen. Das ist die letzte Möglichkeit. Der geheime Berater von Nikolaus ist eingetroffen. Soll ich ihn empfangen? Eine höchst folgenreiche Entscheidung. Mein Vetter Niki hat mich nur wissen lassen, dass er in der Sendung den Frieden zu retten und den Mobilwaffen zu verhindern. Ich frage mich, ob es sich ziemt, dass seine Majestät, der deutsche Kaiser... Der deutsche Kaiser, ja. Barfuß gegen Sand empfängt. Die Mobilwaffen jedenfalls können wir nicht rückgängig machen. Wenn wir den Gesandten überhaupt nicht empfangen? Oder wenn er wirklich eine Fliegensmöglichkeit blinkt? Dieser Abgesandte sollte nicht empfangen werden. Ja, taumelt wie ein Betrunkener. Verfluchte Affen, ihr wisst nichts. Ja. Um Gottes Willen, schneller! Möge jeder sein Votum abgeben. Seine Exzellenz, der Generalstabschef. Aber Majestät, im Namen des lebendigen Gottes, zwingen Sie uns nicht abzustimmen, denn wir wissen nicht. Lass die Kinder rein. Ach Mensch, ich will doch auch nicht. Verdammt, selten wirklich! Mein Gott, ich weiß auch nicht, man weiß nichts mehr. Ich bin der deutsche Kaiser. Kaiser, ja. Und? König von Preußen. Meine Ahnen sind Friedrich der Große und der große Kurfürst. Ich bin gesalbt und berufen. In meinen Händen halte ich Krieg und Frieden. Ich bin Herrscher. Ich herrsche. Und doch. Weiß ich nicht. Wäre es nicht besser, nicht Angst zu haben, den Frieden zu verwerfen, loszuschlagen? Das wenigstens wäre klar. Doch, warum, aus welchem Grund bin ich es, ich entscheiden muss? Mein Gott, was bedeutet das Ende ist nahe? Das kommt mir alles fantastisch vor. Ihr habt verloren, der Kaiser hält mich. Das war nur ein Traum. Nur ein Traum. Aber ein schöner, der schönste meines Lebens. Vater, Mutter, Janusz. Jerzy, Rena, ich ahne das, was Böse enden wird. Etwas Ungutes ist zwischen mir und der Welt. Und wenn es mir nicht gelingt, die Lage zu entspannen, wenn ich nicht rechtzeitig das Unheil verhindern kann, wird fließen und alles wird zerbersten. Zum Teufel gehen! Mein Gott! Ach, wenn ich das recht hätte, die Lösung aus meiner Unendlichkeit aufzurufen. Das ist mir leider versagt. Und so leide ich fürchterlich unter dem Vorgefühl der großen Katastrophe. Alles wird abstoßend böse, unheilvoll. Barfuß.
Stiefel! Der Stiefel! Der Stiefel! Oh, könnte ich es doch wagen, diesen Stiefel zu bannen, der uns die Zähne einschlagen wird. Mein nackter Fuß ist wehrlos vor der Geschichte. Nackter Fuß ist wehrlos. Geschichte. Nackter. Wehrlos. Geschichte. Nackter. Geschichte. Geschichte. Genosses.